Ich habe ganz bewusst dieses Video heute euch ausgesucht und eben downgeloadet für unser Webinar, weil dieses Video eigentlich sehr deutlich macht, was bei Skyway im Moment passiert, beziehungsweise was eigentlich schon an Werten da ist, dass die Investitionen der kleinen Unterstützer, wie wir es sind, eben auch wertig macht. Ja? Ihr habt jetzt gesehen, es sind hier einige Hallen gezeigt worden. Das eine war die kleine weiße Halle. Das ist die Halle, die zeige ich euch dann nochmal während des Webinars, mit den Prototypen und Miniaturen. Und dann haben wir mittlerweile schon zwei große Hallen bekommen, die einfach schon für die Serienfertigung vorbereitet sind. Aber ich komme nochmal dazu im Laufe des Webinars. Mein Name ist mittlerweile ja schon bekannt. Mein Name ist Rosemarie Kirner. Ich unterstütze das Unternehmen mit den Webinaren und Offline-Veranstaltungen, wie gesagt, bereits seit 3,5 Jahren. Und ich sage immer, das ist mein Beitrag zum Klimawandel, zum Klimaschutz, denn ich unterstütze ein Unternehmen, das hier maßgeblich dazu beitragen kann, eben in Zukunft hier die ganze Welt, den ganzen Planeten positiv zu beeinflussen. Ja, warum? Was ist denn überhaupt Skyway? Skyway, die Transporttechnologie, ja, die sehr innovativ und neu ist mit vielen neuen Lösungen. Eben ein Transportsystem auf der zweiten Ebene, was für uns bedeutet, was wir ja täglich kennen, wir haben keine Staus, keine Umweltverschmutzung, weil das Ganze über Elektromotoren läuft und nicht wie normale Ottomotoren oder Dieselmotoren. Und es gibt keine Grenzen. 4 stimmt nicht ganz, es gibt mittlerweile 5 verschiedene Schienenarten, die den Bau von Skyway in jeglichem Gelände und bei jeglichem Klima ermöglichen. Das ist kurz gesagt Skyway. So, wir sehen hier ein paar Bilder dazu, was passieren kann, was den Transport weltweit ein Hindernis sein kann. Hier zum Beispiel in der Wüste durch Sandstürme. Wunderbar, wenn man tolle Straßen hat, wenn sie aber hier mit Sandstürmen überschüttet sind, dann geht nichts mehr. Das Gleiche kann jetzt passieren, gerade im Winter in Deutschland wird es wieder auf uns zukommen oder war schon der Fall. Schnee und Eis können Hindernisse sein oder dann im Frühjahr oder in Gebieten, wo es Regenzeiten gibt, natürlich Wasser und Überschwemmungen. Das all ist für Skyway kein Problem. Frachtprobleme überall weltweit. Hier sieht man es mal ganz deutlich im linken Bild. Rechts eine Lösung, wie es sein könnte mit Skyway. Und auch im Passagiertransport sieht es nicht besser aus. 2000 Staus jeden Tag in Deutschland, 745.000 Staus in Deutschland im ganzen Jahr. Das ist nicht gerade wenig. Die Bilder kennen wir hier. Auch, dass man auf der Autobahn Rast machen muss, ist nicht unbedingt wünschenswert. Es gibt sehr viele Tote, also Getötete auf den Straßen allein in Deutschland und fast 68.000 Schwerverletzte, das sind keine Kleinigkeiten mehr. Probleme gibt es auch natürlich ganz, ganz stark im Fracht, in der Logistik, auch in Häfen. Auch hier gibt es von Skyway Lösungen, aber das werden wir uns nochmal im Einzelnen anschauen. So, Seilbahnen die Lösung, das ist ja der Dauerbrenner. Eben man möchte auf die zweite Ebene, weil unten einfach kein Platz mehr ist. Die Zeitungen sind voll davon, hier ein paar Artikel aus Deutschland. Aber ist es denn tatsächlich eine Lösung? Ja, das sind jetzt vorhandene Lösungen, die man schon kennt, die Neuerungen und so weiter. Aber seht euch diese Fahrzeuge an. Glaubt ihr, dass diese Lösungen auf Dauer ausreichend sind? Ich denke eher nicht. Ja, es ist einfach zu wenig effektiv, wenn man überlegt. Ich habe auch schon die Frage bekommen, kann denn Skyway Transport, ich sage jetzt mal von Passagieren 30.000 aufwärts in der Stunde bewältigen? Ja, das kann es. So, was bietet denn Skyway? Wir haben ja schon eine Vielzahl, insgesamt 11 verschiedene Fahrzeuge. Wir sehen es hier mal kumuliert auf Bildern. Das war übrigens das erste, das werden wir gleich nochmal sehen. Wir haben hier komplexe Lösungen für Fracht und für Passagiertransport. Wir schauen uns das Ganze nochmal dann im Einzelnen an. Hier, das ist ganz besonders dann auch das hier. Aber ich gehe jetzt hier im Einzelnen drauf ein. Also das war das erste, das Unibike 2016
und dass für 14 Personen, dass so 16 auf der InnoTrans in Berlin bereits vorgestellt wurde. Also das waren die ersten. Mittlerweile gibt es schon das Unikar, das ist dreiteilig. Das wird es auch noch in verschiedenen anderen Versionen geben, als Einteiler, Zweiteiler, zusammengehangen und so weiter. Gibt es alles. Das ist zum Beispiel 3x6 Personen zum Sitzen. Dann gibt es hier ein Frachtfahrzeug, Unitruck. Also es gibt beim Passagieren, wird es auch Transportfahrzeuge geben bis 300 oder sogar 400 Personen. All das wird noch kommen, weil es einfach nötig ist für Städte zum Beispiel. Aber hier für Fracht, das ist zum Beispiel das Unitruck. Das können wir uns dann nochmal in Bezug auf das andere System nochmal genauer anschauen. Aber hier diese Gummilippe. Hier wird es praktisch aufgekippt und so kann man Schüttgut wunderbar zum Beispiel auf andere Fahrzeuge oder auf Schiffe oder generell auf Bereiche, wo es entladen werden soll, entladen. Und zwar nicht unbedingt wenig, 1,8 Tonnen fast so ein Unitruck. So, und dieses Unitruck in Verbindung mit Unitrans, das ist etwas ganz Vorzügliches. Ja? Es gibt bei Skyway Lösungen im Frachtbereich eben mit Fahrzeugen, aber auch eben dieses Unitrans, das endlos entwickelt werden kann. Das ist ein Förderband. Wir sehen es hier schon überdacht. Eine spezielle Entwicklung. Ich gehe jetzt nicht auf die Details ein. Da gibt es ein wunderbares Video im Internet zu finden über dieses Frachtsystem von Skyway. Aber dieses Frachtsystem, dieses Förderband kann natürlich auch unten in speziellen Bereichen fährt dann dieses Unitruck, dieses Grüne, das ich euch eben gezeigt habe. Und so kann man das direkt dann eben befüllen auf Förderbänder oder eben auch auf andere Fahrzeuge. Und das Faszinierende ist, man kann das hier kilometerweit zum Beispiel für Kohleabtransport oder was es sonst noch Schüttgut gibt, kann man eben über diese Förderbänder machen oder man könnte eben auch Fahrzeuge oder beides nutzen. Ja, das kann man auch miteinander kombinieren und da gibt es seit kurzem ja ein tolles Video, wo das Ganze auch demonstriert wird, wie das dann in der Realität aussieht. So, dann haben wir hier das Univind, das ist eines der kleinen Fahrzeuge, es gibt mittlerweile zwei, das zweite ist speziell für das Gelände neben dem Minsker Ökopark, das eben den Herrn Junitzki selbst gehört, für dieses Tourismusgebiet für die Fischer. Aber hier, das ist Univind, das ist gedacht für zwei Personen, wo man eben sogenannte Endlösungen damit bedienen kann. Ich zum Beispiel lebe hier sehr dörflich, regional. Und wenn ich jetzt so einen Univind bedienen wollte, dann brauche ich vielleicht ein, zwei Plätze, mehr nicht. Und so können die Fahrzeuge, haben ja keine festen Pläne, wie es jetzt zum Beispiel bei Zug oder Bus der Fall ist. Da beim Zug oder Bus habe ich feste Fahrpläne und da muss ich mich danach richten. Bei Skyway soll das ja mal ganz anders laufen, wenn es ausgebaut ist. Da kann ich dann auf den Linien fahren. Nur zu zweit, wenn es gerade der Bedarf ist. Über die Blockchain ist ja das alles ganz anders steuerbar. Aber ins Detail gehe ich jetzt noch nicht ein. Also das sind sogenannte Leichtfahrzeuge für die Linien mit den Endlösungen, die wir uns dann nochmal genauer anschauen. Dann haben wir hier ein kleines Highspeed-Fahrzeug, letztes Jahr auf der InnoTrans in Berlin, vorgestellt hier für 6 Personen. Das kann bis 5 oder sogar 600 Stundenkilometer, bleiben wir bei 500, eben erreichen. Natürlich auf einer speziellen Route. Dieses Fahrzeug ist noch nicht zertifiziert. Warum? Weil einfach die Highspeed-Trasse, die wird erst in Abu Dhabi gebaut. Man macht natürlich die ersten Tests, die man noch nicht von der Geschwindigkeit her machen kann für die ganze Technologie. Es gibt hier sogar einen sogenannten Muli. Das heißt, das Fahrzeug ist nicht ausgebaut. Die Maschinerie ist offen, damit man eben die Technik und alles eben entsprechend prüfen kann. Und wenn dann die Highspeed-Trasse in Abu Dhabi gebaut ist, dann wird das natürlich zu Ende zertifiziert, dort eben auf der Trasse eben für die Geschwindigkeiten. Dort wird man ja 28 Kilometer bauen und da kann man dann auch diese Geschwindigkeiten erreichen, was im Moment im Gelände nicht möglich ist. Dann haben wir hier die Seekontainer, eine Form von Frachttransport. Also ich muss hier dazu sagen, Frachttransport wird ja immer entwickelt, was gerade am Bedarf ist. Ja, und das braucht man natürlich für die speziellen Hafenlösungen, wo man eben diese Seekontainer dann auf die Schiffe verfrachten kann. Wir werden es uns dann gleich nochmal auf einem Hafen anschauen.
Und das wird eben nötig sein als allererstes. Es wird auch Fahrzeuge geben, zum Beispiel, wo man Baumstämme bewegen kann und so weiter und so fort. Je nach Bedarf wird das in Zukunft alles eben entwickelt. Und wie gesagt, derzeit, seit 3,5 Jahren bin ich dabei, hat man mittlerweile schon 11 Fahrzeuge entwickelt. So, jetzt schauen wir uns hier einen speziellen Hafen an. Skyway hat ja auch für einen Hafen im Meer draußen eine Lösung, nämlich man kann hier mit diesen speziellen Seehäfen hinaus ins Meer, 15 bis 20 Kilometer ins Meer hinaus. Und dann fahren natürlich hier, das sieht man hier die andere Seite, diese Schienen, ja, die fahren natürlich hier weiter übers Wasser dann zum herkömmlichen Hafen und beladen oder entladen werden die Schiffe dann eben hier auf diesen Plateaus, würde ich jetzt mal das Ganze bezeichnen. Und ihr seht hier diese Seekontainer, die wir eben gesehen haben, die fahren hier entlang und die werden dann einfach, gehe nochmal kurz zurück, hier mit sogenannten Zangen herausgehoben. Das ist ja nur eine Halterung hier links und rechts. Dann wird dieser Frachtcontainer, der 35 Tonnen fasst, herausgehoben und dann ein leerer eben wieder dazwischen hineingehoben. Und so kann man einfach schnell und effizient eben die Schiffe be- und entladen und die ganzen Stauungen, die auf den derzeitigen Häfen sind und wo eigentlich alles schon als Allnähten platzt, kann man gut entgegenwirken. Also die Häfen von Skyway sind sehr interessant. Und über längerfristig wird es dann auch noch das sogenannte Hyperloop-System geben. Das muss man sich ähnlich vorstellen wie Hyperloop, aber nur ähnlich, weil es ja ein Vorvakuum ist und nicht ein Vollvakuum. Weil bei Vollvakuum, das ist lebensgefährlich für Menschen. Da muss man noch dann aber bei Vorvakuum, wie es Junitzki macht, da ist ja auf der einen Seite Luft und wenn da wirklich Risse sind, ist es nicht so gefährlich. Aber wie gesagt, das ist noch nicht in der Realisierung, das kommt erst, da wird auch die Teststrecke auch in Abu Dhabi gebaut, wo ja Junitzki kostenlos von den Scheichs das Gelände zur Verfügung gestellt bekam. Und da braucht man natürlich auch entsprechende Tests. Und diese Hyperloop werden dann über 1200 Stundenkilometer erreichen können. Das kann unten auf dem Meeresboden sein, das kann unten in der Erde sein oder auf der Erde. Also man hat hier verschiedene Möglichkeiten, um das Ganze zu transportieren. Da gibt es auch ein schönes Video drüber, wo man sich das mal etwas näher anschauen kann. So, aber wie arbeitet die Skyway-Technologie? Was soll daran so besonderes sein oder anders sein als das, was bisher auf dem Markt war? Und das ist einfach schon mal die Basis dieses besondere Schienensystem. Ja, Schienen kennen wir ja von der Bahn. Die sind erstens mal komplett aus Stahl und eben ebenerdig auf der ersten Ebene verlegt. Diese Schiene hier enthält in der Mitte als Basis eigentlich diese Stahlseile miteinander verknotet oder verdreht. Ja, die sind gespannt zwischen zwei Spannstellen und können hier enorme Belastung erreichen. Wie zum Beispiel bei einer Gitarrensaite, deshalb nennt man diese Technologie auch Saitentechnologie. Eine Gitarren- oder Geigensaite, wenn sie gespannt ist, ist sie enorm belastbar. Und ich sage es immer wieder, dann könnte sie wahrscheinlich mich aushalten. Eine zu dünne Gitarrensaite, wenn ich mir nicht die Füße aufschneiden würde dadurch. Sofern es natürlich enorm gut befestigt ist, zum Beispiel zwischen zwei Betonpfeilern. Und oder gute Spannstellen. Und genauso ist es eben mit dieser Schiene, die sind natürlich ein bisschen dicker, das ist klar. Vielleicht wie ein Finger, so ein Stahlseil und mehrere miteinander verbunden und dann noch dabei verdreht zwischen den Spannstellen. Und damit hat man eben bei Tests im Ökopark erreicht, kann man noch ein 4,5-faches an Belastung erreichen, als wenn es nur ganz normal verbunden wäre. So, Vorteil ist auch, man braucht auch dann kein Befestigungselement, das diese Stahlseile zusammenhält, weil das wird eben dann beim Drehen bereits gemacht. Also, und das ist die Besonderheit. Diese Stahlseile, ja, die jetzt hier gespannt sind zwischen zwei Spannstellen, die halten die Schiene. Und der Zwischenraum hier, das ist ein spezielles Füllmaterial aus Spezialbeton und einer Substanz, die das Rosten verhindert. Und außen herum haben wir eben diesen Schienenkörper. So, wir sparen uns hier enorm viel Stahl, weil wir ja hier nur diesen Schienenkörper haben und nicht komplett. Und oben haben wir natürlich noch die Fahrbahn, das heißt den Schienenkopf.
So, und dieser Stahlbeton hat außerdem, dass er das Ganze festigt und natürlich kostengünstiger festigt, hat auch nur den Vorteil, dass er die Schwingung, die ja der Stahl automatisch hat, unterbindet. Denn Beton schwingt nicht, Stahl schon. Das miteinander kombiniert bedeutet eine leise Fahrbahn, was ja auch wichtig ist. Wir sehen hier auch schon deutlich im Bild, hier gibt es noch zwei Rohre. Hier kann man eben auch zum Beispiel noch Glasfaserkabel oder Stromleitungen mit integrieren in dieses Schienensystem. So. Das Ganze ist wesentlich glatter als alles. Man braucht hier keine Unterbrechungen. Das ist einfach durch die Technologie so. Wenn man eine normale Stahlschiene hat, das arbeitet ja durch die Temperaturen. Das haben wir hier in dieser Form nicht. Deshalb brauchen wir diese Unterbrechungen nicht. Dadurch ist das Ganze fünfmal glatter und durch den Aufbau auch dreimal stärker als herkömmliche Systeme. Aber wir sind ja keine Ingenieure. Wir müssen ja nicht jedes Detail wissen. Wir wissen ja auch nicht beim Auto, wie es funktioniert. Wir wissen, ah, es fährt, es sieht gut aus, es fährt, es funktioniert. Und das ist für uns wichtig. Alles andere überlassen wir den Ingenieuren. Und das ist auch bei Skyway so. So, und diese Skyway-Seitentechnologie, hier haben wir den Begriff, erstmals gibt es eben in fünf Varianten mittlerweile. Das ist einmal die starre Konstruktion, das ist für die schwere Fracht oder für Highspeed, also für Geschwindigkeiten bei 500, 4, 5, 500 Stundenkilometern. Und hier kann man zeitgleich sogar unten noch ein- oder zweigleisig fahren. Ja? Diese starre Konstruktion sieht man hier deutlich, ist auch zweigleisig. Da braucht man ja eine andere Sicherheit, eine andere Haltbarkeit. Alle anderen Systeme können Geschwindigkeiten erreichen bis 150 Stundenkilometer. Das ist zum Beispiel hier die Halbstarre oder eben die Flexible. Das sieht man hier, das ist halbstarr. Man sieht schon kompakter, aber nicht ganz so kompakt wie das hier. Und dann hier die ganz flexible. Und die ganz flexible hat auch noch einen sehr großen Vorteil. Hier kann man die Gravitation, das heißt die Erdanziehung, ausnutzen, denn automatisch geht es nach unten, wird man schneller. Das kennen wir, wenn wir einen Berg runterrollen, rollen wir sogar automatisch, selbst wenn wir uns hinlegen. So, und raufwärts bremst man automatisch. Oder vom Fahrradfahren kennen wir das Ganze. Und genau das nutzt man hier auch aus. Und somit kann man natürlich viel energieeffizienter, zum Beispiel zwischen zwei Hochhäusern oder zwei Türmen im Gebirge oder auf dem Wasser, eben diese Gravitation ausnutzen. Dann gibt es noch eine neue Technologie, die letztes Jahr erst entwickelt wurde, wo auch das Stahl, das sind die Österreicher ganz stolz, eben aus Österreich geliefert wird, von dieser Firma Welser Profile. Und da ist im Gegensatz zu einer Seilbahn, hier haben wir eine Seilbahn, ein Seil, das hat hier nicht außenherum diesen Ring, das ist nur so angezeigt, aber einen Halt. Aber hier haben wir diese punktuelle Belastung auf dem Seil. Und diese punktuelle Belastung führt dazu, dass es einen enormen Druck hat. Und dieser enorme Druck führt dazu, dass das Seil sich sehr schnell abnutzt und schlimmstenfalls sogar jährlich ausgewechselt werden muss. Bei Skyway ist das nicht so, weil da befindet sich dieser String oder diese Seitentechnologie in einem Stahlrohr. Das Stahlrohr kann auch aufgewickelt werden, es kann sehr schnell verlegt werden. Also wenn die Pfeiler stehen, kann man das ganz schnell verlegen innerhalb kürzester Zeit. Und darin ist eben dieses String, der das Ganze hält. Aber dadurch, dass die Belastung eben hier auf dieser großen Fläche ist, gibt es diese Abnutzung nicht wie bei der Seilbahn. Trifft übrigens auch zu für alle Seiten im Gegensatz zur Bahn, wo das ja nur punktuell aufliegt. Da ist die Abnutzung enorm, weil ab 500 Megapascal beginnt die Abnutzung. Bei der Bahn zum Beispiel liegt es bei 1000 Megapascal und bei Skyway liegt die Druckbelastung bei 200 Megapascal. Also es ist also wesentlich unter dem Abnutzungsbereich und dadurch ist die Skyway-Schiene auch sehr, sehr langlebig. Man spricht von mindestens 50 bis 100 Jahre, bis man hier mal was machen muss. So, dann gehört zur Skyway-Technologie natürlich außer der einzigartigen Seitentechnologie noch ein spezielles Motorrad dazu. Wir sprechen hier von jedem einzelnen Rad, das motorisiert ist und zwar jetzt mit Strom angetrieben. Die Stromversorgung ist bei den meisten Strecken über die, vor allen Dingen bei den Highspeed, über die Stahlschiene gewährleistet.
Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten. So, wenn jetzt zum Beispiel der Strom ausgeht und wir sind irgendwo, ja, im Gelände draußen und es gibt keine Möglichkeit, natürlich wird es in der Regel ausgerechnet, aber man weiß ja nie, wie das Leben spielt. Und man ist jetzt draußen plötzlich und es gibt hier keine Möglichkeit, an Strom zu kommen, dann ist in jedem Skyway-Fahrzeug die Möglichkeit, dass man über Generatoren auch mit herkömmlichen Möglichkeiten eben wieder Strom erzeugt, zum Beispiel mit Erdgas, mit Methan und mit Wasserstoff. Und das ist eben in den Gehäusen der Fahrzeuge mit integriert, sodass eben das über Generatoren dann angetrieben wird und wieder Strom erzeugt werden kann. So, wichtig ist auch eins noch zu wissen, was auch einzigartig ist bei Skyway. Die brauchen nicht nur Strom, sondern die produzieren mit einem völlig autonomen Energieversorgungssystem auch Strom. Zum Beispiel über speziell flachliegende Windräder, die das Zehnfache an Effizienz haben, wie herkömmliche Windräder zum Beispiel und auch viel leiser sind, wo eben vielleicht für Gebiete, wo es windig ist, zum Beispiel in Russland, oder über spezielle Sonnenkollektoren. Wer weiß, was sie noch bringen. Ich habe gehört, sie haben schon wieder irgendwas Neues, was es noch nie gab, entwickelt. Also Fakt ist, die Stromversorgung, die benötigt wird für die Skyway-Fahrzeuge, wird völlig alleine und autonom von Skyway selbst hergestellt. Im Gegenteil, Überschüsse können sogar in die umliegenden Dörfer mit oder Städte mit eingebracht werden, sodass man entlegene Dörfer vielleicht sogar über Skyway sogar noch mit Strom versorgen könnte. Und wie ich schon angesprochen habe, eben über diese Rohre hier haben wir noch multiple Nutzungsmöglichkeiten für Stromleitungen oder Glasfaserkabel. So, wo liegen noch die Vorteile von Skyway, außer eben das, was ich schon erwähnt habe? Das Ganze, ich nenne es jetzt mal burschikos, sehr windschnittig. Ja? Das heißt, die Aerodynamik der Seitentransporttechnologie ist enorm gut durch diese speziellen Fahrzeuge auch. Aber dadurch, dass wir hier auf der zweiten Ebene sind, haben wir hier nicht wie bei der Bahn oder beim Auto diese turbulenten Strömungen. Das heißt, diese Windverwirbelungen, die durch diesen Bodeneffekt, wenn man unten auf der Erde ist, eben entstehen. Wir kennen es ja von den Autos, die Sportwagen, die haben immer mal Spoiler und so weiter, dass hier dieser Wind nicht entgegenwirkt und bremst. Oben ist das bei weitem nicht so. Wir kennen das vom Flugzeug, ja. Also das hat man eben hier ganz raffiniert ausgenutzt, das Wissen, dass es oben weniger ist wie unten. Und die Schiene aber, damit ich nicht nach oben muss. Ja, und so sind wir hier von der Aerodynamik her so im Vorteil, dass man zum Beispiel bei 60 Stundenkilometer 30% an Energie einspart, allein wegen der Aerodynamik im Vergleich zum Auto. Und bei 300 Stundenkilometer sogar 90%. Und das kommt eben durch diesen eben Gegenwind, sage ich jetzt, durch diese turbulenten Strömungen da unten, die entstehen. Und natürlich durch diese spezielle Form, die das Ganze auch noch unterstützt. So, dann kann man gerade im Hochgeschwindigkeitstransport enorm Energie sparen. Ich gehe jetzt nicht auf die Details ein, aber hier bei diesen Fahrzeugen, zum Beispiel im Vergleich bei 100 Kilometern, würde man im Vergleich zu herkömmlichen Fahrzeugen jährlich um 880 Tonnen Kraftstoff einsparen können. Also um hier, wenn die jetzt regelmäßig die gleichen Personen eben transportieren im Vergleich zu herkömmlichen. Und das ist schon nicht gerade wenig, ja, wir reden hier von Tonnen. So, und dann schauen wir uns mal die Statistik generell an. Das sind hier die Errichtungskosten, Kapitalkosten, das sind hier die Operation Costs, das heißt für die Bewegung, ja, für das Fahren, dann hier der Energieverbrauch hier. Dann, das lasse ich jetzt mal noch offen. Dann haben wir hier die Umweltverschmutzung, die Unfallrate und so weiter. Wir sehen hier rechts auch zum Beispiel die Trambahn. Nehmen wir mal die Trambahn. Die Trambahn ist noch relativ gut, ja. Das heißt, wenn wir jetzt nicht gerade eine ganze Stadt umgraben müssen, um sie zu errichten, das ist nämlich teilweise das größte Problem, dann ist es hier noch bei den Errichtungskosten, ich würde sagen, das Doppelte. Geht noch. So, bei den Fortbewegungskosten ist es schon dramatischer. Bei Energieverbrauch ist es auch einiges mehr. Dann hier bei der Umweltverschmutzung, es geht alles noch. Ich habe jetzt wirklich den niedrigsten Faktor genommen. So,
Und hier auch bei der Unfallrate ist die Trambahn relativ gut. Ist natürlich noch schlechter wie Skyway, weil es ja unten auf der ersten Ebene ist, aber ist relativ gut. Schauen wir uns dann im Vergleich an, zum Beispiel die, was haben wir hier? Die ist Monorail, ja, das ist Monorail, das ist die Einschienenbahn oder hier die Magnetbahn, die schießt sowieso den Vogel ab, ja. Hier haben wir bei dem Energieverbrauch, da schneidet zum Beispiel ganz schlecht ab, Moment, Cable Car, das sind die Seilbahnen. Also die Seilbahnen haben wir im Vergleich zu Skyway einen enorm hohen Energiebedarf. Und wenn man, egal welches System man nimmt, ja, man sieht hier ganz deutlich, dass Skyway extrem weniger hat. Ja, hier ist es bei der Unfallrate noch einigermaßen. Aber selbst hier bei der Verdoppelung oder hier, selbst wenn es nur ein Drittel mehr ist, wir reden ja hier nicht von Hunderten, Tausenden, sondern wir reden hier von Milliarden. Ja, wenn es um Kosten geht, um Operation, also um Bewegung, um Energieverbrauch und so weiter. So, und dann gehen wir jetzt mal auf die andere Seite. Hier von der Kapazität, das heißt von der Leistungsfähigkeit, da ist Skyway extrem hoch. Da überragt sie alle anderen, ja? Das heißt, die Kapazität, die Förderleistung ist bei Skyway mit Abstand das Höchste. Was auch noch gut ist, das ist die Metro, die U-Bahn. Aber wenn wir hier nehmen, das ist die der normale Zug, also der kann nicht annähernd an Skyway heran. Und das kommt eben durch die Vielseitigkeit, das kommt durch keine festen Fahrpläne, so kann man hier ganz, ganz anders agieren. Und das sind natürlich enorme Vorteile, die für Skyway sprechen. Hier sieht man es nochmal im Vergleich Wirtschaftlichkeit und Geschwindigkeit. Gut, Geschwindigkeit ist beim Flugzeug, wie soll ich sagen, zwar gut, ja, die Lieferzeit hat hier die kürzeste, aber dafür die höchsten Lieferkosten. Hier haben wir Skyway, dann haben wir hier die LKWs. Die haben hier sehr hohe Lieferkosten auch. Lieferzeit ist noch einigermaßen gut. Bei Zug und bei Schiff ist es noch wesentlich schlechter. Also egal, was wir uns anschauen, Skyway schlägt alles andere um Längen. Und was noch dazu kommt, hier Skyway im Vergleich zum Monorail, also Einschienenbahn, Magnetbahn und Hyperloop, dann sehen wir, Skyway hat keine Begrenzungen. Die können über den Berg, die können übers Wasser, gar nichts. Wir sind auf der zweiten Ebene. So, bei Monorail, die sind auch auf der zweiten Ebene, Magnetbahn auch, Hyperloop sagen wir auch, aber sie brauchen Boden dazu. Ja, sie brauchen Bodenhaftigkeit. Und bei Skyway ist es eben hier viel, viel besser. Die können eben auch mal zwei Berge miteinander verbinden, zum Beispiel. Kommt halt darauf an, wie es gerade benötigt wird. Und die Sicherheit ist sowieso hier sehr hoch, hier ist es noch hoch und bei Hyperloop Medium. Naja, spricht nicht unbedingt für den Preis, wo der Kilometer bei 100 Millionen liegt oder hier Monorail geht noch mit 36 Millionen pro Kilometer und Magnetbahn 106. Und bei Skyway reden wir von 3 bis 8 Millionen. Und man muss dazu sagen, 3 bis 8, wir können auch mal sagen 3 bis 10, wenn wir wollen. Da sind aber die Fahrzeuge dabei, ja, was bei den anderen nicht der Fall ist. Ja, und das sind natürlich erhebliche Vorteile, die für Skyway sprechen. Zusammenarbeit und die ganze Technik, ich nenne es mal die ganze Computertechnik, Steuerung und so weiter, da werden wir heute noch was hören unter den News. Da arbeiten zusammen mit den ganz Bekannten aus Frankreich Dassault Systems, eben diese 3D-Experience, das ist eine Technologie, wo man einfach alles genau untersuchen und demonstrieren kann. Da arbeiten sie hier eng zusammen. So, was Skyway auch hat, was alle anderen erst implementieren möchten mit der Zeit, das ist einfach das Internet, die Blockchain. Und das nachträglich zu integrieren bei herkömmlichen Systemen ist natürlich nicht so einfach. Skyway liefert das schon mit, nämlich Onboard-Echtzeitsteuerung. Das heißt, Echtzeitsteuerung zwischen den Bahnhöfen, wenn ein Unfall ist, also Trassenreservierung läuft auch, muss man programmieren, aber bei Unfällen merken die Systeme, wir sehen sie hier im Bild, diese Abstandsmessungen automatisch, aha, da stimmt was nicht, die können sogar die Fahrzeuge ganz automatisch umrouten,
in einem speziellen Bereich und so weiter. Es ist eine kontinuierliche Datenerfassung und für das Routenmanagement. Dann gibt es sogenannte intelligente Systeme, die 90 verschiedene Objekttypen erkennen. Zum Beispiel, wenn einer eine Waffe hat im Fahrzeug, würde das sofort an die Leitstelle gemeldet. Der hat eine Waffe, der hat ein Messer. Wenn einer ängstlich aussieht oder was weiß ich, vielleicht seltsam aussieht, weil er einen Herzinfarkt hat oder so, melden das die Systeme auch. Also die können sogar die Gesichtserkennung weitergeben. Es gibt eine automatische Abstandsmessung zu den Projekten, wie hier im Bild zum Beispiel, da 25 Meter eingestellt. Wenn Junitzki zurückgeht, fährt das Fahrzeug auch zurück. Wenn er vorgeht, verfolgt es ihn eben immer im Abstand von 25 Metern. Und dazu arbeitet man aus einer Kombination von Radar und Kamera, um einfach diese Sachen zu erkennen, auch bei schwierigen Wetterbedingungen und bei Nebel und was weiß ich, was sonst noch ist. Dann werden Wartungsdaten über die Blockchain übermittelt. All das, was andere erst bringen wollen, hat Skybe schon integriert. Es interagiert mit den mobilen Apps von den Usern, das heißt von uns Fahrgästen. Wenn wir fahren, haben wir auf dem Handy oder auf unserer Karte, haben wir ein System drauf und dann wenn wir aussteigen, merkt die Blockchain oder das System sofort, halt, das hat die nächste Fahrstelle nicht mehr überfahren, die Person muss ausgestiegen sein, sofort wird, das werden wir gleich sehen, dann das Ganze eben übertragen und von meiner Karte abgebucht. Kommen wir gleich noch dazu. Aber auch wie gesagt, Fehlermeldungen, Wartungsrückblicke, wenn jetzt ein Fahrzeug schon so und so viele Kilometer auf dem Buckel hat, wie es so schön heißt bei uns in Bayern, dann muss es wieder in die Wartung. Und hier sehen wir nochmal komplex zusammengefasst, wo überall eben solche Steuerungssysteme sind. Ich gehe jetzt nicht im Einzelnen drauf ein. Man findet das, wenn man das haben möchte, auch auf der Blockchain-Seite swg.io. Da ist meines Wissens auch dieses Bild zu finden. Oder im White Paper von der swg.io. So, Thema White Paper. Wie gesagt, da muss ja alles hinterlegt sein, was rund um Skybe ist. Und Skybe hat ja auch einen sogenannten SWG, also Skyway Global Token auf dem oder bringt es auf den Markt. Und zwar ist das ein internes Zahlungssystem, das weltweit genutzt wird. Das heißt, ein einheitliches, weltweites Zahlungssystem, nur eben für die Skyway-Technologie und alles, was damit zusammenhängt. Das heißt für Skyworld. Wir werden gleich sehen, was da noch dazugehört. So, das heißt, es ist ein elektronisches, kryptisches Zahlungssystem, wie wir es kennen von zum Beispiel Ethereum und so weiter, deshalb auch Token oder Zahlungssystemen kennen viele Bitcoin, aber das ist natürlich hier anders, denn ein Token regelt ja das ganze System über die Blockchain. Und wenn die Sensoren in den Abschnitten, in der Schiene oder im Drehkreuz erkennen eben sofort, aha, Rosemarie ist mit ihrem Handy da drüben, sie ist jetzt hier ausgestiegen an diesem Sensor. Also muss ich so und so viel bezahlen. Das Geld wird sofort von mir, SWG-Token, das muss ich aufladen dann, entweder über die App oder auf die Karte. Das gibt auch ein Kartensystem, wo das möglich ist. Dann wird das von mir abgebucht und dieses Geld wird dann automatisiert über die Blockchain gesteuert, das ist alles vorprogrammiert, an die Leute, die daran mit verdienen, sofort verteilt. Ja, und zwar, das sind Organisationen, die beteiligt sind, Teilnehmer des Ökosystems, zum Beispiel irgendwelche Betreiber von diesen Schienen. Ja, es gibt ja in den einzelnen Ländern verschiedene Firmen, die das betreiben. Junitzki ist ja nicht der Inhaber von diesen Strecken. Zum Teil wird er Mitinhaber sein, er wird sich mit einkaufen, aber es sind ja zum Beispiel die einzelnen Länder, die diese Schienensysteme dann auch kaufen und das Ganze betreiben und die werden dann sofort eben über diese Automatisierung mit Geld mit versorgt. Die Bauherren, die das Ganze bauen, die wollen ja auch Geld und so weiter und das läuft dann alles über den SWG-Token und der kann natürlich dann später auch in andere Zahlungssysteme wie Fiat-Geld, wie Euro, Dollar und so weiter und Yen, was man gerade braucht, oder andere Kryptowährungen getauscht werden. Auch Geschäftsmieter oder wenn man Land zum Beispiel mieten muss, auch die wollen ja dann jedes Monat ihr Geld. Und das wird dann automatisch über diese Blockchain automatisiert gemacht.
Und natürlich auch die Unterstützer, die jetzt eben den Ökopark mitfinanziert haben, die werden auch ihre Dividenden dann auf diesem Weg erhalten, ganz automatisiert. So, und wie gesagt, das Schöne ist ja, dieser Währungstoken, so nennt man diese Währungseinheit, das wird ein eigenes, einheitliches Wirtschaftssystem weltweit sein, womit alle bezahlt werden, die in irgendeiner Form mit Skyway zu tun haben. Ja, und das ist einzigartig, sowas gab es bisher noch nie. Natürlich versuchen die ein oder anderen jetzt ein einheitliches Bezahlsystem über kryptische Währungen auch zu bekommen, aber so etwas nachträglich zu implementieren, ist natürlich wesentlich schwieriger, als wenn man das gleich von vornherein programmiert, dann in Tarife, Abrechnungen und alles darüber macht. Sogar Spendenaktionen. Alles wird möglich sein in Zukunft. Über diesen Skyway-Token. Hier haben wir zum Beispiel ein Bild, hier haben wir die Passagiere und Passagierunternehmen, die Versandunternehmen, die Wagenbetreiber, die Verkehrsregelung, dann natürlich die Prozessleitsysteme an der Station jeweils, Straßenservice, dann die einzelnen Linienanteile und Pole und eben hier die Landmieten unter Strom natürlich. Ja, also all die werden beteiligt werden und die werden völlig automatisiert, anteilmäßig, dann eben über die Blockchain eben das zugeteilt bekommen. So, und wer ist der Erfinder und dieses Genie, der schon bereits seit 41 Jahren an seiner Vision arbeitet, egal was man ihm alles angetan hat, sei es in Litauen, sei es in Moskau, wo das erste Testgelände in einer Nacht- und Nebelaktion zerstört wurde. Die ganzen Verleumdungen, die jetzt laufen, die bösen Sprüche, die kommen und Skyway ist ein Scam, egal was. Er hat es trotzdem realisiert und er bedankt sich immer wieder bei uns, bei seinen privaten Unterstützern, Kreditgebern, die ihm seinen Traum verwirklichen ließen und eben diese grandiose Technologie eben in die Realität umsetzen lassen. So, er ist mittlerweile Leiter von zwei Projekten, auch von der UNO. Das ist das SDG und das eine haben, ist glaube ich Ozon 2020, glaube schon, ja, 2020. Also es sind zwei UNO-Projekte. Bei dem zweiten erhofft man sich, dass man, weil da noch sehr viele Gelder für Transport offen sind, dass man hier noch mit partizipieren kann. Dann hat er natürlich viele wissenschaftliche Arbeiten, Erfindungen, Monographien und so weiter geschrieben. Und er ist natürlich der Chef und Inhaberpräsident des Verwaltungsrates dieser Technologie. Letztes Jahr im Dezember wurde er dann auch ausgezeichnet in Bratislava mit dem Internationalen Friedenspreis. So, hier sind ein paar Bilder aus seiner Historie. Hier der LKW aus Ossory von 2001 bis 2009. Das geht noch ein bisschen weiter zurück. Seine Visionen. Hier schön. Und das ist seine ganz große Vision. Wenn Skyway dann entsprechend ausgebaut ist und Gelder bringt, dann ist die nächste Vision Space. Das heißt, hier diese Kapseln werden dann den Schmutz in den Weltraum bringen. Draußen wird er recycelt und sauber wieder zurückbekommen. Und die ganzen Fabriken, die jetzt unsere Erde verwüsten, anders kann man es nicht sagen, will man dann eben auf diesen Gürtel geben und die Erde wieder uns als grünen Planeten zurückgeben. Es gibt natürlich mittlerweile schon viele Patente, Auszeichnungen hier, 83 Patente weltweit aus China und Australien für Fahrzeuge, für die Technologie, Diplome, dann mittlerweile schon den vierten Golden Chariot, das ist der Oscar im Verkehrswesen. Dann gibt es auch, das werden wir gleich noch sehen, zahlreiche Ausstellungen bis Dezember, bis letztes Jahr. Berlin waren es insgesamt 18 internationale. Im Moment fokussiert man sich mehr auf Umweltforen. Da haben wir auch alle Augenblick irgendeine Teilnahme an diesen Umweltforen. Das Auto werden wir dann auch bald sehen. Das war in Moskau. Das war übrigens Berlin hier hinten, wo das Highspeed-Fahrzeug vorgestellt wurde. Hier auch interessant das Zertifikat für Managementsystem nach ISO 9001. Damit wurde das Unternehmen, das heißt die Unternehmensführung, ausgezeichnet. Zertifizierung für ein Unternehmen in Deutschland ist ganz, ganz hart. Kenne ich aus Erfahrung. Jedes Detail muss hier festgelegt werden. Und man hat nach deutschem Maßstab, nämlich vom TÜV Thüringen, dieses Zertifikat erhalten, aber auch
für Umweltfreundlichkeit noch von der SAI Global aus Australien. Das war aber, glaube ich, schon, ja, das war schon 2017. So, wie gesagt, SDG-Mitglied, aufgenommen in den UNO-Expertenprogrammen. Diese Programme werden jetzt ganz aktiv in den Schulen unterstützt. Ich hatte ja vor kurzem auch einen Austauschschüler da, der eben wegen diesem Programm bei uns in Deutschland war. Und meine Tochter nimmt auch an diesen Projektwochen mit teil. Das ist, sind freiwillige Programme an den Schulen. Aber wie gesagt, meine Tochter war hier auch mit involviert. Und hier geht es eben um Nachhaltigkeit. Wie kann man die Umwelt verbessern? Wie kann man unseren Planeten sauber halten? Was kann man besser machen, damit eben die Rohstoffe nicht verschwendet werden und so weiter. Und hier geht es bei diesem SDG-Programm hierbei. So, dann, ich habe es euch ja schon erzählt, am Anfang habt ihr es gesehen, das schöne Video. Wir haben ja schon einiges an Besitz, das heißt, die Geldgeber, die Kleininvestoren sind ja Mitinhaber von all den Sachen, die wir haben, zum Beispiel auch von diesem vierstöckigen Office, wo eben hier diese Mitarbeiter drinnen sind. Mittlerweile gibt es schon über 1000 Mitarbeiter eben, die natürlich auch wieder Seminare und Schulungen haben. Ich kann euch eins sagen, ich war in dem Gebäude schon, die meisten Leute sind hier um die 30, die Beschäftigten. Ich finde das sehr faszinierend, weil die Jugend natürlich offener ist für diese Neuigkeiten und das ist sehr, sehr wichtig. Natürlich gibt es auch erfahrene Leute, ganz klar, aber der Schwerpunkt des Personals dürfte um die 30 liegen, so was ich so gesehen habe, vielleicht ein bisschen drunter, der eine oder andere ein bisschen drüber, aber so das Durchschnittsalter könnte hinkommen. Hier haben wir nochmal die Fabriken, die jetzt, ich nenne es jetzt mal Fabriken oder Fertigungshallen, wenn man es genau nimmt. Und das hier ist die kleine Manufaktur, hier sehen wir sie noch besser, wo eben die Prototypen und die Miniaturen erstellt wurden. Da war ich 2017 bereits schon als Gast geladen. Diese Hallen waren bisher angemietet, sind aber mittlerweile auch gekauft von den Investorengeldern. Man braucht es, weil Mieten sind ja sehr teuer und da ist Kaufen letztendlich dann günstiger. Dann haben wir die Halle, die ist ja jetzt schon fertiggestellt und eingeweiht. So, und dann haben wir ja noch gesehen in dem Video, das werden wir gleich sehen, es gibt noch eine, mittlerweile eine dritte große Halle, die im Bau ist. Da kommen wir aber dann gleich bei den News dazu. So, dann haben wir den Ökopark in Mariana Gorka. Ursprünglich waren hier nur diese Routen geplant, allerdings hier 22 Kilometer. Die musste ja leider, weil man hier die Genehmigung nicht bekam, wegen irgendwelchen Umweltschutzgründen, ist lächerlich, aber es ist leider so, hat man hier bei 900 Metern aufhören müssen und die letzte Genehmigung, das heißt die 16. wurde ihm verwehrt. So. Und dann hat man hier eine Route für das die flexible, das ist die flexible und das ist die halbstarre. Und hier hinten hat man das Frachtzentrum. Das Frachtzentrum mit diesem B- und Entladesystem, das ja jetzt auch schon fertig ist. Dann haben wir hier diese Strecke, die ist jetzt neu, das war ursprünglich nicht geplant, das mit den Rohren eben aus Österreich. Und da hinten, diese Trasse ist für die schweren Seekontainer gedacht, eben die in den Emiraten benötigt werden. Und in den Emiraten, hier werden die Vorarbeiten gemacht. Wenn man kleine Hürden schon hat, kann man sie in Minsk einfach leichter ausbügeln. Und erst wenn das soweit ist, dann wird eben in die Emirate weitertransportiert. Und das hier ist eben die sechste Trasse. Hier die Highspeed und da ist unten übrigens das Museum drinnen, wo auch oben die ganzen Investoren verewigt sind, die bis 16. April 2017 Unterstützer waren. So, und das sind Auszüge eben vom Innovationszentrum in den Vereinigten Arabischen Emiraten, und zwar in Sharjah. Hier hat man ja die ganzen Pläne umgearbeitet, um Skyway eben zu integrieren in dieses Silicon Valley von Sharjah. Das ist das Hochschulgelände, wo auch andere innovative Ideen natürlich gefördert werden und 28 Hektar eben zur Verfügung stehen für Skyway. Hier wird man ein richtiges Dorf oder wie sagt man, Linear City auch aufbauen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es hier drinnen ist oder noch anders. Auf alle Fälle wird in den Emiraten auch ein sogenanntes Linear City Konzept aufgebaut mit Stationen, mit allem, was so notwendig ist. Hier eben
in Verhandlung die Scheichs mit Junitski. So, hier nochmal in Verbindung mit dem Emirat Sheikh Sultan Muhammad al-Qasimi. Das ist eben der Leiter der Emir von Sharjah. Nicht der Leiter, sondern der Emir. Der Leiter, das müsste der hier sein, General, genau. So. Und hier das erste Bild, wo man sich öffentlich die Sky Pods, so nennt man sie, also wenn man im Internet googelt, wenn man skeptisch ist, kann man hier gerne mal eingeben, Sky Pods Dubai, das bitte trennen, so wie es hier geschrieben ist, ja, Skybot oder Sky Pods, dann wird man mindestens 3 bis 4 Seiten Online-Artikel finden, nur über die Sky Pods in Dubai, ja. Das wurde eben letztes Jahr bei der World Government Summit dieses Jahr im Februar 2019 erstmals bekannt gegeben. Und man sieht schon, sie stellen sich ganz offen auf die Seite von Junitski. So, es gab mittlerweile schon mehr wie 32 internationale Delegationen. Wie viel genau, weiß ich nicht, aber das ist gar nicht so bedeutend. Wichtig ist hier zum Beispiel USA, hier die ganzen südamerikanischen Länder wie Paraguay, Uruguay, Brasilien mit Stahlbau, dann Peru, das ist hier hinten Peru, da ist ja diese Riesengeschichte mit dem Präsidentschaftskandidat, oder eben hier Australien, dann haben wir die Indien, dann haben wir, ach ich weiß gar nicht welche, die Emirate, Malaysia. Und, dann hier natürlich, da haben wir irgendwo die Mongolei, ich habe das jetzt auch nicht alles so im Kopf, wo es ist. Also wir sehen hier schon, das werden wir gleich deutlich nochmal auf der anderen Seite sehen, Skyway, das Interesse ist weltweit da. Australien, hier sehen wir es, Indonesien und Malaysia, alles was ich rot habe, das sind im Moment heiße Themen, Mongolei und natürlich ganz, 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 ganz heiß sind die Vereinigten Arabischen Emirate. Die sind offen eben auf der svg.io-Seite dokumentiert worden. Und von Peru, diese Claudia Zola Suarez, hier haben wir ihn. Er hat in YouTube öffentlich eben ein Video gemacht und ich habe mir das auf Spanisch übersetzt. Und er hat dort sogar geäußert, es gibt dort schon ein Pilotprojekt von 2 Kilometer und wenn ich ihn richtig verstanden habe, ist da auch schon Geld geflossen. Also er will ja hier diese 15 Städte neu aufbauen, wenn er eben drankommt als Präsidentschaftskandidat und dann Unterschrift von Junitski hat er schon, dann wird es spannend in Peru. So. Weitere Projekte, wie gesagt, Skyway, hier geht es ja schon lange nicht mehr um Skyway, die Transporttechnologie, sondern das ist ja ein ganzes Weltkonzept, nämlich eben der Aufbau von sogenannten Linear Cities, das ist ein spezielles Konzept, wo man eben in die Städte die Transporttechnologie integriert, Ökohäuser integrieren will, hier Bäume eben auf den Häusern und so weiter, das Ganze einfach miteinander so kombiniert, dass es wieder lebenswert wird für die Menschen. So, dann gibt es spezielle Skyway-Brücken hier für Straßen. Für Fußgänger gibt es schon live eine eben im Ökotechnopark. Das war auch ursprünglich im Plan nicht gedacht, ist jetzt da. Dann gibt es spezielle innovative Fluglandebahnen, die man auf dieser String-Technologie bauen kann. Also man sieht hier ein ganzes Konzept. Dann hat Junitski Flugdrohnen, das heißt, sie hat Hubschrauber umgebaut, damit sie 1,5 Tonnen Tragelast leisten können mit einer Distanz bis 500 Kilometer und 170 Stundenkilometer und das völlig fahrerlos, eben auch kleinere Fahrzeuge für den Bau im Gebirge oder auf unzulänglichen Bereichen im Wasser. Muss man ja irgendwo die Ware hin transportieren. Auch die will er später auf Wunsch, wenn Bedarf da ist und es sind schon Interessenten da, eben auch noch diese Flugdrohnen sogar verkaufen. Dann hat er einen speziellen Zaun entwickelt, auch auf diese String-Technologie, wo oben eben, wir sehen es hier hinten ganz klein, die Drohnen oder die Fahrzeuge fahren mit Kameras integriert. Der Zaun hier
So ein Zaun wird eben, ist auch um den Ökopark herum als Sicherheit. Also der hält sogar Panzer aus. Das ist nicht so einfach. So, und dann hat er auf die Schnelle so nebenbei ein Behindertenfahrzeug, das Unimobil, entwickelt. Das allerdings wird verkauft an ein Unternehmen, das in, glaube ich, Malta schon gegründet wird. Da, das ist im Moment nicht spruchreif. Das sind die Folgeprojekte, die alle kommen. Ja, dieses Fahrzeug wird er nicht selbst betreiben. Wie gesagt, das hat er verkauft, wird er vielleicht mitbeteiligt sein, aber größtenteils verkauft. So, dann kommt ein Bereich spezielle Ökohäuser, die entstehen eben oben durch den speziellen Humus, den wir gleich noch sehen, wird hier alles begrünt und so wird einfach auch das Haus, denn man braucht nicht mehr die großen Gärten, man hat Grün auch schon auf den Häusern, also auch da gibt es schon viele Pläne, das wird auch ein Unterstützungsobjekt werden, genauso wie der Humus Uniterra. Das ist eine neue Lösung, wo man einfach eine Substanz entwickelt. Mittlerweile hat man weltweit schon Bodenproben in diesen, wie sagt man, dieser, eine Bodenbank oder wie man das bezeichnet, hat Junitzki da extra gegründet, wo ständig eben Bodenproben eben getestet werden. Und da kann man eben diese Substanzen der Erde zufügen, sodass daraus guter Humus wird. Und das muss man auch nur einmal kaufen. So, dann gibt es ein spezielles Vakuumglas, auch entwickelt, meines Wissens 18 mm, entsprechend ungefähr 1,5 Meter starken Ziegelwänden von der Isolierung her, kann man also wunderbar eben für so belichtete Häuser verwenden. Und da sagt man, wird der Bedarf auch weltweit da sehr groß sein, also auch ein neues Projekt, das in Zukunft eben für die Demonstration wieder Unterstützer benötigt, aber all das fließt eben dann ein mit in das sogenannte Sky World Konzept. So, und jetzt kommen wir zu den News seit dem letzten Webinar. Es ist eine neue Maschine eingetroffen. Diese neue Maschine übrigens kann nicht jeder bedienen, da braucht man spezielle Leute, die wirklich da die Ausbildung danach haben. Dieses vertikale fünfachsige Bearbeitungszentrum aus Japan von der Firma Okuma wird eben benötigt, speziell für Motorhäuser und Hydroblocks und so weiter. Ich habe mal gehört, so eine halbe Million ungefähr kostet so eine Maschine. Da hat er meines Wissens mehrere, eben aber die erste, ich weiß jetzt nicht, ob schon mehrere geliefert wurden, aber man braucht zwei oder drei, glaube ich. Und da braucht man eben Spezialisten und diese Spezialisten hat Junitzki. Und die wird eben dann hier wahrscheinlich in dieser Halle mit integriert. Aber wo genau, weiß ich nicht. Und die erlaubt eben Bauteile aus verschiedenen Materialien, ob Plastik, Verbundwerkstoffe, alles was man halt so braucht, Stahl, um eben bei der Skyway-Technologie voranzukommen für die Serienfertigung. So, und da haben wir sie jetzt, die neue Halle, die jetzt die Phase 1 bereits abgeschlossen hat. In die zweite ist man eben eingegangen. Man sieht hier außen werden jetzt die Erdarbeiten gemacht. Also wir sehen schon, das ist auch an einem anderen Platz, auch in Minsk. Es wird jetzt alles vorbereitet eben für die große Serienfertigung. Ich gehe mal davon aus, schwerpunktmäßig Emirate, aber das ist ja nicht das Einzige. Es warten ja noch mehrere Projekte, dass sie realisiert werden können. So, dann wie gesagt, habe ich euch schon erwähnt, es gibt ein neues Video über den Frachttransportkomplex. Hier sieht man schon ein bisschen Bilder. Ich habe hier auch noch eins, wie man wie unten dann dieses kleine Fahrzeug fährt. Und in diesem Video sieht man dann auch, wie es eben beschüttet wird und so weiter. Es ist sehr, wenn man sich die Produktivitätszahl anschaut, 500 Tonnen pro Stunde sind 5 Millionen Tonnen im Jahr, sind jetzt schon möglich im Ökopark. Das ist ja eine kleine Strecke, ja. Aber man kann das leicht eben perspektiv auf 20 bis 30 Millionen Tonnen im Jahr erhöhen. Und das Ganze ist sehr kostengünstig, nämlich 0,2 bis 0,8 Kilowatt pro Tonne pro Kilometer und somit 3 bis 5 Mal effizienter als bisherige Förderbänder. Also auch hier werden wir wieder Freunde haben, die sich da nicht drüber freuen. Aber wir müssen ja umweltfreundlicher sein. Es wird uns ja immer gesagt, wir müssen Ziele erreichen
Und das kann eben mit Hilfe von Skyway sein. Und ich hoffe, dass alle anderen Unternehmen eben hier kooperieren und dass man hier diese ökologischen Technologien weiterbringt. So, natürlich auch Arbeitsschutz ist ein wichtiges Thema und hinsichtlich des kommenden Börsenganges muss ja alles genau eben abgesegnet werden, geprüft werden. Und man braucht hier auch die sogenannten Audits jährlich. Hier geht es zum Beispiel um Anerkennung für die Registrierung von Innovation für Skyway, Entwicklung des Ökotechnoparks, koordinierte Teamarbeit, hohe Arbeitsorganisation und seriöses Beachten des Arbeitsschutzes. Also all das wurde hier eben vom Management für Umweltschutz und für Arbeitsschutz und Umweltmanagement geprüft und als sehr gut befunden. Und das nächste wird bald anstehen. So, auch die Presse schreibt zahlreich drüber, hier den neuesten Artikel von der Zeitschrift Office Life. Hier geht es tatsächlich mehr um die Beschäftigten, genau um die Beschäftigten, die bei Skyway arbeiten, schwerpunktmäßig natürlich ITler. Wir arbeiten ja hier mit Blockchain und mit Internet und so weiter. Deswegen brauchen wir sehr viel IT-Fachleute. So, und dann war jetzt eine Delegation aus Tschechien im Ökopark, nämlich Parlamentsabgeordnete aus Tschechien, die aber gleichzeitig Mitglieder des EU-Parlaments sind, also keine No-Names. Die haben jetzt eben sich dafür interessiert, wie kann man Skyway eben integrieren in Tschechien. Ja, hier aktiv, das ist der Kurator von Tschechien und das ist eben, der ist ja auch sehr, er ist ja Slowake auch, František Sola. Und das hier sind die Gäste eben von der Politik. So. Dann gibt es natürlich wieder Testarbeiten. Die Mitarbeiter prüften die Funktion der Bordsysteme für die Kommunikation. Auch hier hat man festgestellt, auch bei Ausfällen kann das Ganze funktionieren. Es wird Klimaanlage getestet. Natürlich, hier Klimaanlage geht es vor allen Dingen um die Emirate, deshalb auch in der Klimakammer für tropische Verhältnisse. Und Stoßdämpfer wurden optimiert und, was halt alles so eben notwendig ist. Also an Testarbeiten hat man hier auch wieder erledigt. Dann war jetzt ganz aktuell am 26. in Minsk ein Treffen zwischen den Fachleuten der Unitsky String Technologies, das Sound Systems, haben wir ja heute gehört, die eben, hier sieht man es deutlich, einen Bericht machen, die Möglichkeiten des Programmmoduls der Sound Digital Simulation. Hier geht es eben um die Bewertung von Umwelteinflüssen, das heißt, wie wirkt sich das Wetter auf die Komponenten der Skyway-Transporttechnologie aus und so weiter. Dann natürlich geht es um die Präsentation 3D-Experience, wo man alles so demonstrieren kann und noch um einiges mehr. Und diese Experten haben sich angeboten, eben bei dem einen oder anderen eben vielleicht Korrekturen einzubringen. Und auch das Audit der Produktionsstätten für Skyway durchzuführen, sowie ein Programm zur Reorganisation der technischen Prozesse eben auszuarbeiten. Das heißt, sie unterstützen ganz aktiv Skyway, dass man das ganze Programm einfach so optimiert, dass es perfekt ist. So, und seit neuestem gibt es ja auf unseren Webseiten immer Weltnachrichten, die in Verbindung gesehen werden können. In Ticketsform zum Beispiel hier auf der Seite Russland plant ein intelligentes Haltestellensystem für die Busbestellungen oder hier Uber in London ist gefährlich. Einfach kann man draufklicken, kann man die Begriffe machen. Lufttaxi in Singapur, wir sparen Methan, Motoren und so weiter. Das sind einfach Berichte, die auch irgendwo zusammenhängen und einfach in den Bereich Umweltschutz hineinführen, manchmal auch Bill Gates, wie schützt man den Planeten vor globaler Erwärmung? Wir sehen hier ein Umweltthema nach dem anderen, ist was schön verschoben, aber ist egal. Und das wird jetzt wöchentlich eben werden diese Weltberichte eben auch auf unseren Seiten bekannt gegeben. So, und heute hat der Erwin Mari, ist wieder fündig geworden in ja, Instagram, weil die Araber, die Emirate, die posten ja immer wieder mal und das sind hier ganz aktuelle Bilder eben aus, wir sehen, es sieht schon ein bisschen anders aus wie das letzte Bild, es wird immer perfekter.
eben was in Sharjah so passiert. Also hier ganz aktuelle Bilder und hier ist der Paparazzi natürlich wieder dabei. Also Junitzki ist es ja wahrscheinlich mittlerweile schon gewohnt, dass sowas passiert. So, und dann zu guter Letzt nochmal einen Hinweis. Eben am 5.12. ändern sich die Etappe und wir wechseln in die Etappe 14.1. Also wer noch Unterstützer werden möchte vorher, der muss jetzt sich schnellstens mit der Person in Verbindung setzen, die ihm dabei helfen kann, wie das funktioniert. So, ich wäre jetzt mit meiner Ausführung am Ende. Ich danke recht herzlich für euer Dabeisein und für eure Unterstützung, eben auch für dieses Projekt. Lasst uns weiter eben die Menschen informieren und so können wir aktiv einen Beitrag leisten zum Klimaschutz, zur Realisierung dieser neuen innovativen, umweltfreundlichen, umweltschonenden Technologie. Denn Junitzki braucht unsere Hilfe und wer sich informieren möchte, der kann alles finden seit 77 auf der junitzki.com Seite oder hochinteressant auch die neue Seite, die für den SWG-Token und die Blockchain eben ist. Dort findet man auch das White Paper, übrigens glaube ich ungefähr 100 Seiten, auf der swg.io. Also hier findet man alles Nennenswerte rund um Skyway. Und ich danke nochmal und wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal wird ein spezielles Webinar sein. Es wird auch nicht auf der Webseite sein. Also bitte in den Gruppen achten. Das findet am 12.12. statt. Aber das ist eine besondere Online-Konferenz. Sehr, sehr wichtig für euch. Also nehmt euch die Zeit, gebt das Datum bitte weiter an alle aktiven Unterstützer. Die Links werden rechtzeitig in den Gruppen gepostet, auch in Facebook und so weiter. Nur nicht auf der Webseite. Wahrscheinlich wird auch eine E-Mail rausgehen.